Moin erstmal. Mein Name ist Tammo Leiner. Ich arbeite bei der Hergen Stümer GmbH hier in der Wesermarsch. Wir sind hier heute am Maislegen, hier in dem schönen Budjading, mit der Kombination einmal Göttler Frontpacker, Avant 610 mit Flatspring, dann Fendt 942 und der Lemken Kompakt Solitär mit einer 8-Reihe Azurit dahinter. Wir legen hier 8-reihig den Mais ab im Dreiecksverband. Dazu vorne der Göttler Frontpacker haben wir dabei, um die sehr stark verkrustete Ackerkrume aufzulockern. Natürlich auch ein Riesenvorteil, wir brauchen kein Riesenfrontgewicht mit Schluren, sondern wir haben jetzt einfach den Frontpacker davor, der auch noch Arbeiten machen kann. Der Frontpacker macht eine sehr starke Einebnung des Bodens vorne, dass die Oberfläche, die Ackerkrume sehr gerade wird. Die große Packerwalze dahinter zerkrümelt nochmal die groben Kluten, damit die Kreiselegge praktisch nur noch wirklich das feine Saatbeet herstellen braucht. Also wir fahren diese Kombination Frontpacker mit Drillkombination natürlich auch aus einem bestimmten Grund, damit wir natürlich viel Sprit sparen und auch einen Arbeitsgang einsparen. Hätten wir den Frontpacker nicht, müssen wir vorweg mit der Federzinkengrubber eben oder eben mit der Kreiselegge nochmal vorweg arbeiten. Dieser Arbeitsgang wird uns dadurch erspart, eben durch den Frontpacker. Und wir haben natürlich den Riesenvorteil noch, wir haben weniger Bodenverdichtung, weil wir eine Überfahrt gespart haben. Zudem sind wir heute noch unterwegs mit dem Matador Frontpacker, auch als 610er, dann Fendt 724 und eine 8-Reihe Amazone Maislege, die praktisch im Solobetrieb läuft, also ohne Kreiselegge, wo der Boden schon vorher vorab vorgearbeitet worden ist, auch wieder mit dem Avant 610 mit Flatspring und den Supermax Kulti in Kombination. Wir fahren jetzt seit gut 5 Jahren in unserem Betrieb mit Göttler-Geräten. Bei uns ist also praktisch jedes Jahr kommt eigentlich mittlerweile ein Göttler-Gerät dazu, weil wir sind angefangen mit dem Göttler Duplex Frontpacker als 3-Meter-Version, die wir zu einer 3-Meter-Kombination einsetzen von Amazone. Darauf das Jahr ist dann der Harroflex gekommen, der 6-Meter-Frontstriegel, den wir auch in Kombination mit der 6-Meter-Fredo-Schlitze fahren. Und seit letztem Jahr dann eben der Avant 610 mit Flatspring und seit diesem Jahr natürlich auch noch dazu den Matador. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Göttler-Geräte und sind eigentlich durchweg von allen Produkten oder allen Geräten, sage ich mal, sehr zufrieden. Also wie gesagt, machen einen sehr robusten, stabilen Eindruck und die Arbeitsqualität ist einfach hervorragend.